Willkommen zu einer völlig neuen Folge unseres Vlogs. Hi. Wow, der war gut. Hi. Währenddessen jetzt hier das Wasser köchelt, wollten wir mal einen ganz kurzen 6-Monats-Rückblick geben. Eine Saison mit der Wallas. Genau, mit unserem tollen Herd. Was sagst du so? Was sage ich? Ich bin grundsätzlich, glaube ich, sehr zufrieden mit dem Gerät. Was unsere Erfahrung gezeigt hat, man muss ein bisschen besser planen, glaube ich, weil das Ganze immer so einen gewissen Vorlauf braucht, ne? Ja. Also beim Kaffeekochen drücken wir beim Aufstehen schon auf den Knopf und stellen schon mal Wasser auf. Genau. Der Herd kann vorheizen, braucht einfach ein Stück. Genau. Aber damit kann man sich arrangieren. Wenn er dann warm ist, geht er tatsächlich ganz gut. Mhm, der hat richtig Power. Ja. Wobei natürlich nicht zu vergleichen mit einem Gasherd. Also er hat schon Action, aber ein halbes Kilo Steak, weiß ich nicht. Wird er wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Hatten wir schon mal Probleme? Wir hatten anfangs so ein bisschen Probleme, dass er so Geräusche gemacht hat. Ne? Genau, der hat gequietscht wie Sau. Ja. Sobald er richtig warm wurde, hat der Lüfter richtig laut gequietscht, richtig, richtig laut. Da haben wir uns tatsächlich mit dem Hersteller kurz unterhalten und der hat gesagt, dass wohl die Schrauben zu fest waren. Hast du jetzt den Kopf geschüttelt? Normalerweise hat man vielleicht eine Schraube locker, aber zu fest, also was ist denn? Und tatsächlich war es auch so. Und zwar die Einstellschrauben für das Gerät, die Wallas fest in ihrem Loch festhalten. Er hat Loch gesagt. Die waren tatsächlich einfach zu fest, die kann man einstellen und ich hatte einfach zu fest gezogen. Damit verzog sich die ganze Wallas, sobald die warm geworden ist. Und der Lüfter fing an, im Lager Geräusche zu machen. Das Thema ist, nach kurzen Zurechtschrauben tatsächlich erledigt. Ja, bewusst wie, ne? Ja, bewusst wie. Fragen hilft. Toll ist auch, dass man das Ding einfach so in den Schrank einbauen kann, ohne irgendwas drumherum zu bauen. Man sieht das hier bei uns. Wir haben direkt die Schubladen unten drunter. Das ganze Gerät an sich wird nicht heiß unten drunter. Also es wird warm, aber tatsächlich nicht heiß. Nee, ist gar kein Problem. Also es ist auch kein Thema, dass die Sachen direkt da drunter liegen. Genau. Man kann sogar den Auspuff anfassen, während in der Vollgasphase durch diesen Schutz, der da drüber ist. Das Einzige, was ich tatsächlich vorsichtshalber gemacht habe, was tatsächlich auch ganz gerne der TÜV-Mann sieht, ist ein Metallblech über die Abgas- und das Ansaugrohr im Innenraum, damit sollte es da tatsächlich wirklich mal zu großer Hitze kommen, nicht direkt euer ganzer Innenraum abfackelt. Darf ich noch einen Nachteil sagen? Ja. Das hatten wir jetzt zuletzt des Öfteren, das meinte ich eben auch mit der Planung. Wenn man das Ding einmal ausschaltet, dann braucht der nämlich auch ein Stück, um wieder runterzufahren. Und man kann ihn während des Runterfahrens auch nicht einfach wieder anmachen. Das heißt, wenn man dann spontan denkt, ach, jetzt lass uns doch vielleicht noch schnell Wasser kochen, um gleich noch zu spülen. Und der ist aber schon auf Runterfahren, dann muss man leider warten, bis er runtergefahren ist und muss ihn wieder komplett hochfahren. Genau, und da ein Tipp von uns, am besten direkt Wasser direkt draufstellen, auch wenn das Ding gerade am Runterfahren ist, direkt einfach Wasser nochmal draufstellen. Die Herdplatten, ja schon reichen. Genau, die Herdplatten sind ja sowieso noch warm oder nicht sogar heiß. Wenn er noch runtergefahren ist, dann ruhig wieder anschalten und dann nutzt natürlich die Wallas die Restwärme, um schneller tatsächlich wieder hochzufahren. Aber da hast du recht. Das ist, also wenn man einmal drauf gedrückt hat, sollte man die tatsächlich einfach laufen lassen. Sehr geil finde ich auch diese zwei Platten, also diese zwei Stufenplatten im Endeffekt. Wir haben so mittlerweile herausgefunden, dass die zweite Platte quasi die Abkühlplatte, also wirklich tatsächlich echt sehr gut funktioniert. Also wenn man Wasser kocht und man will das noch ein bisschen vor sich hin köcheln lassen, wie bei Reis oder so, lässt man das Wasser kochen, schiebt einfach den Topf auf die zweite Platte und kann dann schon die große Platte nutzen, um vielleicht ein paar Eierkuchen zu machen. Ja. Gute Idee. Ja, also quasi die Warmhalteplatte. Also hat nicht die gleiche Hitze wie links, aber strahlt natürlich rüber und deswegen kann man da locker noch was drauf ordentlich warm halten. So. Warte, lass uns mal gucken.
zum Thema Geräuschentwicklung. Die Dieselpumpe hört man tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Es gibt kein tackendes Geräusch da drin, obwohl es eigentlich auch eine Magnetpumpe ist. Finde ich total erstaunlich. Der Lüfter, den hört ihr jetzt. Das ist die höchste Stufe. Die allerhöchste Stufe. Also nicht Stütz Null. Das ist halt, das klingt wie eine leise Dunstabzugshaube, aber sehr leise eingestellt. Genau. Ne? Ja. Also ich finde es auch tatsächlich absolut gar nicht störend. Die Heizung testen wir jetzt im Winter. Jetzt kommt der Winter, da testen wir auch ein bisschen die Heizung. Die funktioniert tatsächlich echt ganz gut im Sommer. Naja, also es wird ja sowieso warm, aber es hat natürlich noch die zusätzliche Heizungsfunktion. Funktioniert ja im Grunde wie die Planar oder die Air. Air. Genauso, nur dass es halt, der Nachteil ist natürlich, dass es nicht auf dem Boden, dass man den Auslass nicht auf dem Boden hat, sondern tatsächlich auf Bauchhöhe und dann kann man sich jetzt, kriegt man nicht unbedingt warme Füße davon. Aber es funktioniert ansonsten genauso gut. Funktioniert echt sehr gut. Auch die Luftverteilung mit dem großen langen Schlitz vorne ist sehr, sehr gut. Also es verteilt sich tatsächlich sehr, sehr schnell im Raum. Der Temperaturfühler funktioniert ganz gut. Da kommen wir aber tatsächlich zu einem Nachteil im Sommer. Denn die wird warm. Oh ja. Und zwar richtig. Und wenn ihr dann... Das ist halt eine Heizung im Sommer, ne? Also, also wenn ihr da 40 Grad schon im Van habt und schaltet dann zusätzlich noch das Ding ein beim Kochen, das wird richtig, richtig warm. Also ich vermute sogar fast dadurch, dass Gas ein bisschen punktueller ist und Wärme wesentlich schneller abgibt, dass dieses Gerät das natürlich nicht tut, wird es sehr, sehr warm. Da hilft uns unser Lüfter oben. Der hat sich schon bewährt, auf jeden Fall. Der entweder kalte Luft reinbläst oder tatsächlich auch die warme direkt wieder rauszieht. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Würde ich die vielleicht nochmal einbauen, würde ich die tatsächlich an ein Fenster bauen oder an die Schiebetür. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall, das lohnt sich. Genau, weil die wird warm. Ich bin der Meinung, wir werden so alle 6 Monate einfach mal einen Test machen. Mhm. Ne? So alle 6 Monate werden wir uns hier melden auf diesem Kanal. Und werden jetzt einfach die nächsten 1-2 Jahre einfach mal so einen Dauertest machen. Nächste Folge wird dann natürlich im Winter sein. Wir checken Stromverbrauch und wie warm macht sie tatsächlich. Ist das problematisch mit Boden, Kälte? Weil natürlich nur, wie du schon sagtest, sie tatsächlich nur oben rum warm macht. Obenrum. Und das testen wir quasi in den nächsten 6 Monaten. Wir hoffen, dass es schön kalt wird und dass wir die wirkliche Verzimieren einfach ausprobieren können. Hatte ich Stromverbrauch schon gesagt, ich glaube, ja. Stromverbrauch ist jetzt absolut sehr gering, muss ich sagen. Also wir haben es tatsächlich noch nicht gemerkt. Wird sich aber dann tatsächlich im Winter eher zeigen, wenn natürlich draußen mal nicht die Sonne scheint. Und wie verhält sich das hier drin, wenn sie als Heizung und gleichzeitig zum Kochen läuft? Hat sie natürlich ein bisschen mehr zu tun. Genau, und dann gucken wir mal, wie hoch ist da der Stromverbrauch. Aber dazu jetzt im Winter mehr, das sollte es zum Ersten reichen. Den Link dazu findet ihr unten. Wie immer in der Beschreibung, kostet momentan glaube ich 1.700 € mit Heizungsfunktion. Schaut da einfach mal vorbei, guckt euch mal die Daten an. Ansonsten Fragen immer unten drunter in die Kommentare stellen. Wir beantworten sie so schnell wie möglich und werden eure Fragen auch wieder für das nächste Video nutzen, um euch da wirklich dauerhaft einfach informieren zu können. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und jetzt lasst uns einfach mal eine Runde essen.